Die Mitteldeutsche Zeitung berichtet heute über eine Kindertageseinrichtung, wo Eltern monatlich einen Betrag zahlen, damit besondere Aktivitäten mit den Kindern durchgeführt werden können. Es wird seitens der Eltern bezweifelt, dass dieses Geld sachgerecht eingesetzt wird. Der Artikel vermittelt den Eindruck, dass dies in den Kindertageseinrichtungen in Halle an mehreren Stellen so ist. Dies ist ganz klar nicht der Fall. Dass Kindertageseinrichtungen von den Eltern Beträge einsammeln, wenn sie besondere Aktivitäten planen, ist üblich. Das war immer so und wird auch immer so sein. Dabei gehen die Träger recht unterschiedlich vor. Manche nehmen keinen monatlichen Betrag, sondern machen das von der jeweiligen Situation abhängig. Das heißt, es wird zu dem gegebenen Anlass eine bestimmte Summe von den Eltern erhoben. Andere Träger wiederum haben mit den Eltern Vereinbarungen geschlossen, dass monatlich ein Betrag gezahlt wird, der dann für die im Jahr stattfindenden Aktivitäten genutzt wird. Diese Beträge, die die Träger von den Eltern dazu einnehmen, bewegen sich zwischen 5 Euro im Monat bis zu 20 Euro im Monat. Einzelne Einrichtungen nehmen auch mehr als 20 Euro. In besagter Einrichtung sind das 40 Euro pro Familie und Monat. Wie gesagt, diese monatlichen Beträge wurden mit den Eltern vereinbart. Wichtig ist, dass die Eltern vorher wissen, wofür dieses Geld genutzt werden soll und dass sie auch die Möglichkeit haben, im Nachgang zu prüfen, ist es denn tatsächlich sachgerecht für die Kinder, für den jeweiligen Anlass eingesetzt worden. Solange dies der Fall ist, gibt es an dieser Praxis nichts zu bemängeln und ist sie auch durchaus für die individuelle Gestaltung der Abläufe in den Einrichtungen notwendig, denn jede Einrichtung hat ihr besonderes Profil und möchte dieses besondere Profil auch durch besondere Aktivitäten nochmal hervorstellen.